Horoskop für den 24. Mai 2024 für alle Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Horoskop für heute für Widder. Heute führen Nervenzusammenbrüche und emotionale Schwankungen bei Widdern zu Kopfschmerzen. Auch chronische Krankheiten können sich verschlimmern. Frauen werden heute extrem reizbar sein. Versuchen Sie, die Beziehungen zu Ihren Lieben nicht zu stören. Männer mit ihrer Akribie und endlosen Kritik können die Beziehungen zu anderen verderben. Gehen Sie nicht zu Persönlichkeiten. Widderhoroskop für Männer. Widder haben einen sehr günstigen Tag. Abwechslung wird in Ihr Leben kommen. Einige neue Orte, interessante Ereignisse warten auf Sie. Sie werden sich über das Auftauchen einer neuen Charaktereigenschaft freuen. Versuchen Sie, diese Chance zu nutzen, um alle Aspekte Ihres Lebens zu verbessern. Vergessen Sie die Ihnen nahestehenden Menschen nicht. Machen Sie ihnen eine Freude, verwöhnen Sie sie mit Aufmerksamkeit. Widderhoroskop für die Frau. Die Gunst der Sterne beschert dem Widder heute die notwendigen Informationen, die alle Ihre Zweifel ausräumen werden. Qualitätsarbeit ist garantiert, wenn Sie sich mit kleinen Schritten Ihrem Ziel nähern. Die zu erwartende Reise wird mit interessanten Bekanntschaften gefüllt sein und Sie werden Antworten auf viele Ihrer Fragen erhalten. Widder Liebeshoroskop. Heute sollten Widder im Gespräch mit Ihrer anderen Hälfte Worte aufgreifen. Es mangelt an Aufmerksamkeit und jedes Ihrer unbedachten Worte wird mit dem Bajonett wahrgenommen. Machen Sie Geschenke, machen Sie Komplimente, arrangieren Sie ein gemeinsames Wochenende, an dem Sie nur zu zweit sein werden. Ihr geliebter Mensch muss sich unterstützt fühlen und wissen, dass er oder sie geliebt wird. Horoskop für heute für Stier. Männer sollten heute nicht auf verletzende Worte reagieren. Vor allem, da Taurus wird absichtlich zu Emotionen führen. Versuchen Sie, ohne auf die Persönlichkeit zu gehen, ernsthaft mit solchen Menschen zu sprechen. Frauen haben eine großartige Zeit, was auch immer sie sich vornehmen, sie werden erfolgreich sein, es kann Reisen, eine neue Liebe und die Eröffnung eines eigenen Unternehmens sein. Stierhoroskop für Männer. Heute laufen Sie Gefahr, durch intensive Arbeit nervlich zu erschöpfen, was sich auf Ihre allgemeine Gesundheit auswirken wird. Stiermenschen sollten in Angelegenheiten, die anfangs nicht gut gelaufen sind, nicht stur sein. Bitten Sie um Hilfe. Ihr Ruf wird sicher erhört werden. Sie sollten sich nicht zum Glücksspiel hinreißen lassen, das kann große Probleme mit sich bringen. Stierhoroskop für die Frau. Wenn Sie einen ungesunden Lebensstil führen, sollten Sie auf die Folgen vorbereitet sein, und heute könnten Sie ein starkes Unwohlsein verspüren. Stier, versuchen Sie, die Ernährung wiederherzustellen, machen Sie Sport, vergessen Sie nicht über Ihre Immunität, es muss auch gestärkt werden. Vermeiden Sie stressige Situationen, öffnen Sie Ihr Leben für das Positive. Stier Liebeshoroskop. Völlig unerwartet kann sich die finanzielle Situation des Stiers spürbar verbessern, und zwar nicht unbedingt durch die Haupteinnahmequelle. Gehen Sie nicht ins Detail, nehmen Sie diese Tatsache einfach als gegeben hin. Aber die Teilzeitarbeit sollte aufgegeben werden, Ihre aufgewendete Zeit wird sich nicht in Geld auszahlen, sondern Sie können sich nur in unnötige Probleme bringen. Horoskop für heute für Zwillinge. Im Laufe des Tages Zwillinge werden von brillanten Ideen besucht werden. Versuchen Sie nicht, etwas zu verpassen, dann werden Sie leicht sein, alles zu bekommen, werden keine Probleme entstehen. Es lohnt sich, sich an alte Projekte zu erinnern. Vielleicht ist es an der Zeit, wenigstens eines von ihnen zu Ende zu bringen und ins Leben zu entlassen. Dies ist die beste Zeit dafür, es wird dir Glück bringen. Zwillinge-Horoskop für Männer. Auf die Zwillinge-Männer wartet ein Tag voller Verlockungen. In erster Linie betrifft es junge Menschen. Sie sollten sich nicht auf Abenteuer einlassen. Bei der Arbeit sollten Sie auf altbewährte Methoden zurückgreifen. Jede Abweichung von der Norm kann zusätzliche Probleme mit sich bringen. Lassen Sie die angefangenen Fälle nicht liegen. Versuchen Sie, das, was Sie geplant haben, in die Tat umzusetzen. Zwillinge-Horoskop für die Frau. Um Zwillinge herum wird es heute eine Menge Lügen und Intrigen geben, und all das wird von Leuten kommen, mit denen Sie gut kommunizieren. In diesem Fall sollten Sie nicht schweigen und warten, bis sich die Dinge beruhigt haben. Sie müssen den Täter mit Nachdruck in die Schranken weisen. Andernfalls wird Ihr Ruf darunter leiden und Sie werden Ihre Autorität im Team verlieren. Die Wahrheit ist auf Ihrer Seite. Zwillinge Liebeshoroskop. Zwillinge, hören Sie auf, Ihre Gefühle zu verstecken. Ihre Zurückhaltung macht Sie unnahbar. Obwohl Sie von bewundernden Blicken des anderen Geschlechts begleitet werden, trauen sich nur wenige an Sie heran, die Zurückhaltung für Arroganz halten. Dies kann heute passieren, können Sie von der Person, die das Schicksal selbst schickte, Sie passieren, seien Sie vorsichtig und sanfter. Horoskop für heute für Krebs. Männer sind besser, offenen Konflikt mit dem Kollektiv zu vermeiden.
Heute werden alle Worte des Krebses in das Bajonett wahrgenommen werden und Ratschläge und Wünsche werden als Nörgelei werden. Frauen sollten heute auch nicht besonders wichtig sein und die Nase rümpfen. Damit stoßen sie ihre Kollegen weg, deren Hilfe sie heute brauchen werden. Fehler sind möglich, analysieren Sie Ihr Handeln. Krebshoroskop für Männer. Es ist ein großartiger Tag für den Krebs, um einen Ausflug zu planen, vielleicht sogar eine Reise. Eine Entscheidung, Ihren Wohnort zu wechseln, wird erfolgreich sein. Alles, was Sie schon lange geplant haben, sich aber nicht getraut haben auszuführen, können Sie verwirklichen. Verbringen Sie Ihre freie Zeit mit Ihrer Familie und Freunden. Kommunizieren Sie mehr mit Ihren Kindern, sie brauchen Ihre Unterstützung und Aufmerksamkeit. Krebshoroskop für die Frau. Heute sollten Sie sich vor Klatsch und Menschen in Acht nehmen, die sich unüberlegt in Ihr Leben drängen. Sie könnten sehr unter Ihnen leiden. Im Allgemeinen wird der Tag voraussichtlich passiv verlaufen, der Krebs sollte keine neuen Unternehmungen unternehmen. In persönlichen Beziehungen sollten Sie versuchen, ein wenig Abwechslung zu schaffen. Eine ausgezeichnete Lösung ist eine gemeinsame Urlaubsreise. Krebs-Liebeshoroskop. Emotionale Schwankungen und extravagante Handlungen der Krebse sind wahrscheinlich das Ergebnis eines ruhigen, eintönigen Lebens. Ihnen fehlt es katastrophal an hellen Emotionen. Es ist wahrscheinlich, dass Sie heute eine romantische Begegnung haben, die sich sehr schnell zu einem Date auswächst. Sie werden Liebeserfahrungen, Eifersucht und emotionale Versöhnung in vollem Umfang erleben. Horoskop für heute für den Löwen. Heute kann als ein guter Tag für alle globalen Veränderungen im Leben, die Erfüllung der geplanten werden. Heute können Sie ein Angebot zu machen, vielleicht werden Sie ein Haus kaufen oder einfach Ihren Wohnort zu ändern, wird jemand Nachrichten von der Schwangerschaft haben. Ein sehr positiver und erfolgreicher, energiegeladener Tag für die Löwen. Trauen Sie sich, Sie werden Erfolg haben. Horoskop Löwe männlich. Einige Ereignisse können Anpassungen vornehmen und die Dinge für die Löwen verderben. Aber Sie werden sich rechtzeitig zusammenreißen können und die Situation zu Ihren Gunsten korrigieren können. Wenn Sie einen Plan im Kopf haben, sollten Sie ihn nicht mit anderen teilen. Es wird sicher einige geben, die Zweifel einbringen können, und das wird Ihre feste Absicht zerstören. Löwe-Horoskop für die Frau. Höchstwahrscheinlich wird der heutige Tag sehr enttäuschend für Sie sein, denn jedes Geschäft, das Sie beginnen, wird nicht zu Ende geführt werden. All Ihre Bemühungen werden umsonst sein. Planen Sie Ihr Budget sorgfältig, lassen Sie das Wesentliche drin. Diese Zwangsmaßnahme wird den Lions helfen, sich über Wasser zu halten. Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen, denn es ist nur eine vorübergehende Maßnahme. Liebeshoroskop Löwe. Löwen sollten heute keine Hilfe von jemandem erwarten. Sie sind in der Lage, alle Probleme selbst zu lösen. Haushaltsprobleme wird Ihnen Ihr Lieblingsmensch lösen helfen, wofür Sie ihm sehr dankbar sein werden. Machen Sie ein romantisches Date und zeigen Sie ihm, wie sehr Sie ihn lieben und schätzen. Aber Sie sollten heute keine Reisen planen, denn Sie werden keine positiven Ergebnisse bringen. Jungfrau-Horoskop für heute. Ein toller Tag, der der Jungfrau viele Bekanntschaften bringen wird. Sie werden leicht Gleichgesinnte finden. Frauen können dank ihrer Kreativität Anerkennung finden und neue Fans gewinnen. Männer sollten auf ihre Gesundheit achten, heute keine alkoholischen Getränke trinken und beim Autofahren vorsichtig sein. Jungfrau-Horoskop für Männer. Heute können Jungfrauen-Männer all die Dinge erledigen, die sie auf später verschoben haben. Eine gute Laune sammelt perfekt die inneren Ressourcen, so dass es heute keine unmöglichen Aufgaben für sie gibt. Es lohnt sich, über neue Projekte nachzudenken und sie zu planen. Sie haben viele Ideen, versuchen Sie, sie miteinander zu verbinden. Es ist ein guter Tag für den Aufbau von Beziehungen und romantische Verabredungen. Jungfrau-Horoskop für Jungfrau-Frau. Die erste Hälfte des Tages wird für Jungfrauen voller Schwierigkeiten sein. Es ist möglich, dass sie etwas verlieren, das ihnen sehr wertvoll ist. Vielleicht handelt es sich um irgendeinen Gegenstand. Die zweite Tageshälfte wird deine schlechte Laune ein wenig ausgleichen. Gute Nachrichten können sie aus ihrem Stumpfsinn herausholen. Sie werden sofort merken, dass sie sich entspannen können, der Ärger liegt hinter ihnen. Jungfrau-Liebeshoroskop. Jungfrauen sollten ihre ganze Aufmerksamkeit auf geliebte Menschen richten. Sie brauchen ihre Unterstützung. Tun Sie Ihr Bestes, um sie ruhig zu halten. Singles sollten heute nicht zu Hause bleiben, sonst könnten sie ihre Liebe verpassen, und romantische Abenteuer werden auch an ihnen vorbeigehen. Verlassen Sie sich auf Ihre Freunde, sie werden Sie heute gut unterhalten können. Horoskop für heute für die Waage. Extravagante Entscheidungen und sogar impulsive Handlungen der Waage werden bei interessierten Menschen leicht Anklang finden. Sie werden in der Lage sein, die Unterstützung des Managements oder einflussreiche Leute zu gewinnen und schätzen ein günstiges Angebot, das heute ankommen wird oder neue Projekte.
Waage-Horoskop für Männer. Am Morgen werden Waage-Männer eine sorglose Stimmung und einen absoluten Unwillen haben, etwas zu tun. Das könnte darauf hindeuten, dass ihre Überforderung ihre Grenze erreicht hat. Die beste Zeit, um die Koffer zu packen und in den Urlaub zu fahren, von dem sie schon lange geträumt haben, sich aber nicht dazu entschließen konnten. Sie brauchen einfach eine frische Brise und einen Tapetenwechsel. Waage-Horoskop für Frauen. Egal wie sehr sich die Waage bemüht, sie wird heute keine gemeinsame Sprache mit anderen finden. Gehen Sie nicht über Emotionen, nehmen Sie eine Pause, Ruhe und die notwendige Unterstützung wird Ihnen eine liebevolle Person. Versuchen Sie, sich unter Kontrolle zu halten, bis zum Abend werden Sie sich beruhigen. Waage Liebeshoroskop. Im Privatleben der Waage können Ruhe und Idylle durch unvernünftige Eifersucht ersetzt werden. Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sagen, und beleidigen Sie Ihre bessere Hälfte nicht, denn Anschuldigungen haben keine Grundlage. Misstrauen kann zu Geheimnissen führen und die Beziehung allmählich zerstören. Versuchen Sie, sich gegenseitig zu hören, zu vertrauen und zu respektieren. Horoskop für heute für Skorpion. Der heutige Tag wird Ihnen ein Höchstmaß an Ausdauer abverlangen, denn Sie werden vielen Versuchungen und Leidenschaften widerstehen müssen. Wenn Skorpione heute zu starr und durchsetzungsfähig sind, um ihren Standpunkt zu verteidigen, kann dies das Gleichgewicht stören und zu Streit mit geliebten Menschen führen. Es besteht die Möglichkeit, dass etwas Unvorhergesehenes passiert, das ihre körperliche Verfassung und ihr zukünftiges Leben grundlegend verändern wird. Horoskop für den Skorpionmann. Skorpione sollten heute bei Verabredungen wählerisch sein, so dass sie Ärger leicht vermeiden können. Sie können an diesem Tag wahrscheinlich mit Meinungsverschiedenheiten mit dem anderen Geschlecht rechnen, aber diese Auseinandersetzungen werden nicht lange andauern. Sie sollten sparsam sein, leihen Sie sich in nächster Zeit kein Geld. Horoskop für Skorpionfrauen. Heute wird ein günstiger Tag für Skorpione erwartet. Harmonie in der Familie wird Sie den ganzen Tag über mit positiven Gefühlen aufladen und zu erfolgreicher Arbeit antreiben. Den ganzen Tag über werden Sie voller Enthusiasmus und Gelassenheit sein und Ihren Lieben Zuversicht für die Zukunft geben wollen. In naher Zukunft werden Sie den Wunsch verspüren, alles und sofort zu haben. Das kann zu ungerechtfertigten Ausgaben führen. Liebeshoroskop für Skorpion. Skorpione knausern nie mit Zärtlichkeit für ihre Liebsten. Jetzt ist es an Ihnen, an sie zu denken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie heute ein sehr wertvolles Geschenk von der Person, die Sie lieben, erhalten könnten. Es ist nicht notwendig, dass dieses Geschenk materieller Natur ist. Es ist durchaus möglich, dass die Belohnung für Ihre Liebe in einem gegenseitigen Gefühl der Liebe zu Ihnen, in aufrichtiger Zuneigung oder Fürsorge besteht. Horoskop für heute für Schütze. Heute Schütze wartet auf einen sehr emotionalen und schwierigen Tag. Energie in diesem Tag wird gerichtet sein, um geschäftliche Probleme zu lösen, aber es wird nicht bringen Sie das gewünschte Ergebnis. In naher Zukunft, Betrug und Intrigen von bösen Zungen kann eine verheerende Wirkung auf Ihre Gesundheit haben. Am Nachmittag werden sich plötzlich zusätzliche Einkommensquellen vor Ihnen auftun. Heute müssen Sie großzügig und barmherzig sein, auch sollten Sie an diesem Tag lernen, Beleidigungen zu vergeben und zu vergessen. Horoskop für Schütze Männer. Heute ist eine großartige Zeit für Schützen, um alles Neue und Nützliche im beruflichen Bereich zu lernen. Vielleicht werden es Kurse sein, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern oder neue Berufe für Sie zu erlernen. Es gibt keinen Grund, an sich und seinen Fähigkeiten zu zweifeln. Alles Wissen wird Ihnen mit Leichtigkeit vermittelt, und Sie werden den Stoff perfekt verdauen. Horoskop für Schützefrauen. Der heutige Tag für Schützefrauen könnte unter der Last von Zweifeln und schweren Enttäuschungen verlaufen. Wenn Sie an der Richtigkeit Ihrer Entscheidung und Ihrer Position oder an der Einschätzung eines geliebten Menschen zweifeln, sollten Sie heute Ihrer Intuition vertrauen. Quälen Sie sich nicht mit schwerem Grübeln. Ihre Vorahnungen könnten richtig sein. Schütze Liebeshoroskop. Schütze sind zu sehr in eine Reihe von Problemen bei der Arbeit vertieft und vergessen dabei völlig die familiären Verpflichtungen. Sie müssen ihre Lebensweise überdenken und Zeit für die Menschen finden, die ihnen nahestehen. Heute besteht die Möglichkeit, dass ihr Lebenspartner seine Unzufriedenheit über ihre Abgehobenheit und Gleichgültigkeit zum Ausdruck bringt. Ein günstiger Tag, um Sportveranstaltungen zu besuchen. Horoskop für heute für Steinbock. Man kann getrost sagen, dass heute eine neue Etappe im Leben der Steinböcke beginnen wird. Änderungen sind sowohl in der Arbeit und im persönlichen Leben möglich. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass sie ihr Denken ändern und beginnen, das Leben auf eine völlig andere Weise zu bewerten. Sie werden standhafter, besonnener und ruhiger, und sie werden ihre Kräfte vernünftig einschätzen. Ihr Erfolg in der nahen Zukunft hängt davon ab, wie ehrlich sie zu sich selbst und ihren Lieben sein werden. Steinbock-Horoskop für Männer.
Steinböcke müssen sich heute unbedingt Zeit für sich selbst nehmen und ausruhen. Angenehme Bekanntschaften sind möglich, die sich als sehr vielversprechend erweisen werden. Gehen Sie mit neuen Freunden in ein Konzert oder ins Kino, feiern Sie eine laute Party zu Hause. Sie müssen von den Alltagssorgen abschalten und frische Luft atmen, neue unerwartete Abenteuer sind möglich. Steinbock-Horoskop für Frauen. Steinböcke haben eine Zeit der Ruhe. Übernehmen Sie heute keine neue Last an Verantwortung, Sie müssen sich eine Pause gönnen und entspannen. Machen Sie Sport. Leichte Übungen, kurze Joggingrunden, Tanzen, Yoga, Pilates werden Ihnen jetzt gut tun. Wenn Sie Kunst lieben, wird sie jetzt mit neuen Emotionen und Energie aufladen. Steinbock-Liebeshoroskop. Das Privatleben der Steinböcke könnte heute in den Hintergrund rücken. Tägliche Streitigkeiten könnten der Grund dafür sein. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Rivale auftaucht. Außerdem werden Sie mit Schwierigkeiten in den Beziehungen zu Eltern und Kindern konfrontiert. Wenn es Ihnen gelingt, diese Situationen zu vermeiden, dann werden Sie einen großen Erfolg haben. In der Familie werden Harmonie und gegenseitiges Verständnis herrschen. Horoskop für heute für Wassermänner. Heute ist ein guter Tag für Wassermänner von morgens bis abends. Jetzt sollten Sie aufmerksamer auf Ihre Umgebung achten, vielleicht begegnen Sie Ihrem Schicksal. Es ist sehr gut möglich, dass Sie eine unglaubliche Nachricht oder einen Vorschlag erhalten, der Sie ernsthaft berührt und Sie dazu bringt, Ihre Ansichten und Prinzipien zu überdenken. Eine Veränderung im Bereich der Tätigkeit ist möglich. Wassermann-Horoskop für Männer. Viele gute Geschenke und angenehme Überraschungen warten an diesem Tag auf Wassermänner, darunter auch Treffen mit langjährigen Bekannten. Allerdings sollten Sie heute darauf gefasst sein, dass Ihr Geldbeutel deutlich leichter werden könnte. Wenn Sie heute Ihren Charme und Ihre Schläue voll ausspielen, können Sie in verschiedenen Lebensbereichen leicht gute Ergebnisse erzielen. Wassermann-Horoskop für die Frau. Häufige Stimmungsschwankungen können Wassermänner jetzt leicht verwehren. Ihre Emotionalität kann Ihre Umgebung stark verärgern, und die Wahrscheinlichkeit eines großen Skandals mit Kollegen und Verwandten ist hoch. Auch bei starken Wutausbrüchen sollten Sie versuchen, sich zu beherrschen und nicht zu viel zu sagen. Trotzdem verheißt der Tag keine großen Probleme, aber wichtige Fragen sollte man heute besser nicht lösen. Wassermann-Liebeshoroskop. Der Tag im Wassermann verspricht, interessant zu werden. Bei der Arbeit ist nicht ausgeschlossen, erhöhte Manifestation der Aufmerksamkeit von einem Ihrer Kollegen des anderen Geschlechts in Bezug auf Sie. In naher Zukunft gibt es eine Möglichkeit, ein Büroromanze. Wenn es dazu kommt, werden solche Beziehungen nicht von Dauer sein. Obwohl die Affäre selbst wird kurz sein, aber verspricht, intensiv und stürmisch zu sein. Horoskop für heute für Fische. Heute in der ersten Hälfte des Tages Fische können starke Stimmungsschwankungen haben, die ihre Gesundheit und die Stimmung der Menschen in ihrer Nähe beeinflussen können. Damit sie an diesem Tag Konflikte mit Bekannten vermeiden können, versuchen sie, sich neutral zu verhalten und niemandem ihren Standpunkt zu beweisen. In der zweiten Tageshälfte werden sie von Spaziergängen an der frischen Luft oder Treffen mit Freunden profitieren. Fische-Horoskop für Männer. Der heutige Tag wird eine Fundgrube für Wissen sein, nützliche Informationen und neue Ideen werden den ganzen Tag über in die Fische strömen. Die Notwendigkeit, sich in der Kommunikation mit Menschen zu beschränken, denen sie nicht vertrauen, ist vorhanden. An diesem Tag sollte jede Entscheidung, die sie treffen, nicht eine Million Mal überlegt werden, eine schnelle Entscheidung ist am effektivsten. Am Abend warten sie auf angenehme Überraschungen in einer romantischen Atmosphäre. Fische-Horoskop für die Frau. Heute sind die Fische nicht in der Stimmung für eine Arbeitshaltung. Am Nachmittag werden sie den Wunsch verspüren, dem Arbeitsplatz zu entfliehen, vielleicht gelingt es ihnen. Am Abend sollten sie sich eine Auszeit von der täglichen Hektik nehmen. Es gibt wahrscheinlich kreative Inspiration, ein Verlangen nach spirituellen Praktiken, Musik oder Malerei. Es wäre gut, mit Verwandten zu kommunizieren. Liebeshoroskop für Fische. Ihre Bemühungen werden sich heute auf persönliche Beziehungen konzentrieren, da diese im Moment ihre Priorität sind. Aber Fische brauchen sich nicht auf eine Sache zu konzentrieren. Wenn die Zeit gekommen ist, werden sich die Dinge zum Besten wenden. Und vielleicht lernen sie jemanden kennen, der gemeinsame Interessen hat. In der Zwischenzeit solltest du dich um deine Karriere, deine Hobbys und deine spirituelle Entwicklung kümmern. Das ist jetzt nicht weniger wichtig für dich als der Bereich der Liebe.